Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, dem Politalk bei Open Web TV. Wir diskutieren heute zur anstehenden Bundestagswahl am Sonntag und zwar mit den Direktkandidaten aus Münster. Und das sind meine Gäste. Christdemokratische Union, CDU. Die studierte Landschaftsökologin gestaltet Münster tagtäglich mit. Seit 2004 ist sie Mitglied im Stadtrat und kandidiert in diesem Jahr zum ersten Mal als Direktkandidatin für die CDU. Für sie ist nachhaltiges Handeln die Basis für politische Entscheidungen. Herzlich willkommen, Sibylle Benning. Sozialdemokratische Partei Deutschland, SPD. Er ist vom Beruf Rechtsanwalt und seit 1984 SPD-Mitglied. Seit 2002 sitzt er im Bundestag und ist dort Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Für ihn hat der Staat vor allem die Aufgabe, Chancengleichheit herzustellen. Herzlich willkommen, Christoph Stresser. Freie Demokratische Partei, FDP. Der gelernte Speditionskaufmann und Projektmanager hat der FDP mit der Gründung des Ortsverbands Sassenberg-Füchdorf frischen Wind verliehen. Bei seinen Schwerpunktthemen Energie und Landwirtschaft kritisiert er die massive Subvention von Biogas. Für ihn sind die Straßen die Adern unseres Wirtschaftskörpers. Herzlich willkommen, Johannes Philippa. Bündnis 90 Die Grünen. Für den Gesamtschullehrer aus Saarbeck geht es nicht um Kleinigkeiten wie den Veggie Day, sondern um große Themen wie beispielsweise die Energiewende und den Mindestlohn. Er ist davon überzeugt, dass sich alles ändern lässt, eine bessere Welt ist möglich. Herzlich willkommen, Hermann Stubbe. Die Linke. Der Journalist und ehemalige NRW-Landessprecher der Partei Die Linke will das Land ökologisch und sozial umbauen. Er engagiert sich besonders im Bereich der Arbeitsmarkt- und Wohnungspolitik und fordert ein gerechtes Steuersystem. Er fordert Miethaie zu Fischstäbchen. Herzlich willkommen, Hubertus Zdebel. Ja, herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie gekommen sind. Vorab als kleiner Hinweis, Herr Bahr und Frau Kleinschmeink waren leider verhindert, deswegen danke ich Ihnen umso mehr, Herr Philippa und auch Herr Stubbe, dass Sie heute mit uns hier diskutieren. An dieser Stelle auch nochmal ein Dankeschön an unser Publikum. Wie bereits hingewiesen, sind Sie heute gerne aufgefordert, auch Fragen zu stellen. Und falls es Fragen gibt, einfach die Hand heben und dann kommt das Mikro zu Ihnen. Ich möchte jetzt mit einem Thema beginnen, was auf bundespolitischer Ebene, aber eben auch in Münster eine große Rolle spielt. Herr Zdebel, von Ihnen haben wir vorhin schon gehört, Miethaie zu Fischstäbchen. Und zwar ist das der Wohnungsmarkt und sind es auch die steigenden Mietpreise. Gerade in Münster haben wir da eine ziemlich angespannte Situation. Im vergangenen Jahr war Münster in NRW die größere Stadt mit dem steigenden Mietpreisen, also mit 5,3% ganz an der Spitze. Und auch in diesem Jahr sieht es nicht viel besser aus. Auch dieses Jahr sind die Mieten wieder gestiegen. Und ja, die Wohnraumverteuerung, die betrifft eben vor allen Dingen eben auch Wohnungen im niedrigeren Preissegment. Und auch die Immobilien, die zum Verkauf stehen, haben in den vergangenen Jahren stark an einen starken Preiszuwachs erlebt. Frau Benning, an Sie zunächst mal die Frage. Die Kanzlerin hat sich ja am Verbrauchertag in NRW im Juni dieses Jahres eigentlich für eine Mietbremse ausgesprochen. Allerdings konnten sich Union und FDP dann im Bundestag nicht dazu durchringen, den Antrag der Grünen anzunehmen und haben die Mietpreisbremse doch abgelehnt. Sind Sie jetzt dafür oder dagegen in der CDU? Wir sind für eine Mietpreisbremse. Allerdings bei Wiedervermietung und nicht bei Erstvermietung und lokal begrenzt. Das heißt also da, wo wirklich die Not gegeben ist, durch, wie in Münster zum Beispiel, wo die Mieten eben sehr stark ansteigen und wo es auch schwierig durch andere Faktoren ist, die Miete zu begrenzen. Es gibt verschiedene Faktoren, die Miete zu begrenzen, aber eine ist eben auch durch diese Mietpreisbremse. Und wir möchten es eben nur dort machen, wo es notwendig ist und nicht über das ganze Land flächendeckend. Die Länder sollen entscheiden, welche Regionen dafür in Frage kommen oder welche Städte. Und ich habe die Tage gelesen, dass das Land Nordrhein-Westfalen sich das für Münster auf jeden Fall auch vorstellen kann. Mhm.
Sie haben gerade schon selber erwähnt, bei Neuvermietung sind Sie nicht für die Mietpreisbremse. Haben Sie keine Angst, dass das solchen Miethaien, wie Herr Sebel Sie gerade angesprochen hat, Tür und Tor öffnet? Warum nicht bei Neuvermietung? Bei Neuvermietung glauben wir, dass dann der Effekt zurückgehen würde oder dann ist gar kein Anreiz mehr da, neue Wohnbauung zu erstellen oder neue Mietwohnungen oder auch neue Einfamilienhäuser zu erstellen. Denn der Preis für die Miete erwirtschaftet sich ja aus der Lage und aus den Baukosten, natürlich aus den Baukosten, die jetzt auch durch die Klimaschutzvorgaben nochmal gestiegen sind. Und ich denke, wenn man gleich von Anfang an sagt, wo die Miete zu liegen hat, das ist nicht unbedingt ein Anreiz. Okay. Herr Stubbe, die Grünen haben ja mit ihrem Antrag der Union im übertragenen Sinne ganz schön einen reingewürgt. War das Ihre Absicht? Ja, es ist natürlich nicht unsere Absicht, jemandem was reinzuwürgen. Es geht darum, die Situation der Mieterinnen und Mieter zu verbessern. Und da erleben wir natürlich enorme Mietanstiege, gerade hier in Münster ganz enorm. Und da muss natürlich dringend was gegen getan werden. Die jetzige Bundesregierung schlenkert da rum und hat dann eine Mietpreisbremse bei bestehenden Mietverträgen durchgesetzt. Aber das Problem besteht ja darin, dass Mieter auch rausgedrängt werden aus Wohnungen, Neuvermietung gemacht wird und dann riesengroße Mietsprünge vorhanden sind. Und so werden gerade in Städten wie Münster enorm hohe Mieten verlangt. Ja, bevor wir an dieser Stelle weiter diskutieren, möchte ich zunächst einmal einen Beitrag zeigen, der sich genau mit diesem Thema in Münster auseinandersetzt. Da geht es nämlich um Wohnen in Münster. Hier am Aasee in Münster, bei gutem Wetter einer der Treffpunkte für Münsteraner Studenten. Und eigentlich findet hier nach der Vorlesung jeder sein Plätzchen. Die Wohnungssuche allerdings gestaltet sich um einiges schwieriger. Zu wenige Zimmer, steigende Preise. Der durchschnittliche Mietpreis liegt bei 9,24 Euro pro Quadratmeter. Das ist Hamburger Niveau. Und ein Einzelapartment ist unter 400 Euro kaum zu bekommen. Doch wie läuft die Wohnungssuche dann überhaupt ab? Jedes Semester finden Massencastings statt. Auf ein freies Zimmer bewerben sich hierbei oft mehr als 100 Studenten. Dazu kommen Wartezeiten im Studentenwohnheim von bis zu 24 Monaten. Die Maklergebühren liegen durchschnittlich bei 2,5 Monatsmieten, was für den normalen Studenten kaum finanzierbar ist. Das Wohnungsamt der Stadt Münster ist zuversichtlich. Also für 2013 sieht es so aus, dass wir insgesamt 1.350 zusätzliche Studierende hier in Münster mit Wohnraum versorgen müssen. Durch unterschiedliche Maßnahmen wird es voraussichtlich glücken, dass wir 1.110 Studierende mit Wohnraum versorgen können, aus unterschiedlichsten Bereichen heraus der Stadt. Und für 240 Studierende müssen wir im Rahmen einer entsprechenden Marketingkampagne noch zusätzlichen Wohnraum aus der Stadtgesellschaft herausbekommen. Viele Studenten verzweifeln bereits an der Wohnungssuche. Also welche Alternativen braucht Münster für ein Happy End bereits vor dem Studium? Oh nein, okay, ja, schade. Ja, wir haben gerade gesehen, eine Wohnung in Münster zu finden, ist nicht immer unbedingt so einfach. Herr Philippa, an Sie die Frage, die FDP ist ja gegen eine Mietpreisbremse. Wie wollen Sie denn verhindern, dass weiter Sozialwohnungen abgebaut werden, dass die Preise steigen? Wo haben Sie da Lösungsalternativen? Also zunächst mal ist es ja sicherlich erfreulich, dass wir in Münster eine sehr, sehr attraktive Stadt vorfinden, die offenkundig so attraktiv ist, dass viele Menschen hier wohnen wollen. Ich glaube, dass das auch ein ganz, ganz wichtiger Impuls ist, um eben auch für potenzielle Investoren, die hier investieren wollen, die hier Wohnraum schaffen wollen, eben auch die Möglichkeit gibt, eine entsprechende Möglichkeit auch nachher was davon zu haben. Ich glaube, dass wir hier auch eine ganz deutliche Situation haben, dass wir einerseits zu wenig Wohnraum haben. Das heißt, wir müssen natürlich die Bedingungen schaffen, dass hier Wohnraum geschaffen werden kann. Und das wird uns sicherlich nicht gelingen, wenn wir eine Mietpreisbremse einführen, die mögliche Investoren davon abhält, hier weiteren Wohnraum zu schaffen. Okay, Herr Stebel, ich gebe das mal an Sie weiter. Was würden Sie Herrn Philippa hier entgegnen? Also ich würde sagen, wir haben erstmal eine Entwicklung in Münster, die ist katastrophal. Also Münster ist inzwischen zu einem Eldorado für Miethaie und Spekulanten geworden.
Es gibt unterschiedliche Ebenen, auf der wir da politisch zu beitragen können, dass sich die Wohnungssituation bessert. Also das Hauptthema ist bezahlbarer Wohnraum in Münster. Die Stadt kann einiges tun, um öffentlich geförderten Wohnraum zu schaffen, um das Mietniveau zu senken, darüber, dass die Wohn- und Stadtbau, also die städtische Wohnungsbaugesellschaft, mehr Geld zur Verfügung bekommt. Im Moment ist es so, dass der städtischen Wohnungsbaugesellschaft jedes Jahr 2,5 Millionen Euro entzogen werden, die dann nicht für Wohnzwecke genutzt werden, sondern zur allgemeinen Haushaltssanierung. Das muss sich ändern. Darüber hinaus gibt es aber auch bundespolitisch oder noch weitere städtische Ansätze, wie zum Beispiel eine Zweckentfremdungssatzung. Wir haben Leerstände in Münster. Das ist letzte Woche auch noch mal deutlich geworden mit dem Leerstandsanzeiger. Da ist es dringend erforderlich, dass hier in dieser Stadt eine Zweckentfremdungssatzung endlich kommt. Die Linke hat dazu vor einem Jahr schon einen Antrag im Rat der Stadt Münster eingebracht. Der liegt im Moment auf Eis, weil es dafür bei den anderen politischen Parteien im Moment keine Bereitschaft gibt, diesem zuzustimmen. Das ist zumindest der aktuelle Stand. Darüber hinaus muss man natürlich bundespolitisch auch Akzente setzen. Wir denken darüber nach, dass wir quasi, was die ortsübliche Vergleichsmiete angeht, da stärker die Bestandsmieten einbeziehen müssen. Im Moment ist es im bürgerlichen Gesetzbuch so geregelt, dass nur die Mietabschlüsse der letzten 4 Jahre gewertet werden, was den Mietpreisspiegel angeht. Wir wollen das ändern, dass auch die alten Bestandsmieten stärker eingebunden werden. Das führt dann auch dazu, dass das Mietpreisniveau auch in Münster nicht so schnell steigt, sondern die Mieten bezahlbar bleiben. Okay. Herr Stresser, wir haben gerade von Herrn Philippa eher gehört, wir müssen Investoren anlocken in Münster, um neuen Wohnraum zu schaffen. Herr Sebel meint, na, den Wohnraum gibt es, wir müssen eher günstigen Wohnraum schaffen. Wie sehen Sie das? Es ist wie immer, dass an beiden etwas dran ist. Wir haben erstens ausreichend Wohnraum für das geringe Preissegment nicht. Das ist definitiv eine Feststellung, die auch, glaube ich, niemand hier am Tisch anders sieht. Und da kann man 2 Dinge gegen tun. Das eine ist eben, was hier angesprochen worden ist, den Wohnungsmarkt, ich sage immer Wohnungsmarkt, Markt ist etwas anderes als der Markt, wo ich beliebige Güter einkaufen kann. Der Wohnungsmarkt ist begrenzt, es gibt Grund und Boden, nicht beliebig vermehrbar. Und deshalb müssen die Bedingungen für die Menschen, die eine Wohnung brauchen und eine Wohnung suchen, so sein, dass sie sie bezahlen können. Und dafür brauchen wir, und wir sehen das gerade in Münster, Sie haben eine Zahl genannt, wir haben jetzt ein Ranking bundesweit, wo die Wiedervermietung von Wohnungen und der Mietpreisanstieg in diesen Fällen geregelt ist, da ist Münster mit 40% an der zweiten Stelle, nur noch überboten von Konstanz mit 44%. Also das sind Dinge, die kann man regeln, die muss man regeln bundespolitisch. Und insbesondere geht es auch darum, und das ist der zweite Punkt, da wo dann eben festgestellt wird, gerade jetzt wie bei den Studierenden, dass ausreichender Wohnraum geschaffen werden muss, braucht die Stadt und brauchen die Kommunen insgesamt die Unterstützung des Bundes über Programme zur Städtebauförderung, aber auch über Programme zur sozialen Stadt. Und die sind in den letzten 4 Jahren leider Gottes deutlich reduziert worden. Und da brauchen wir einen Neustart, damit eben der Wohnungsmarkt, jetzt nehme ich das Wort in den Mund, damit der Wohnungsmarkt so funktioniert, dass alle was davon haben. Vielen Dank. Wir sehen, das ist durchaus ein ambivalentes Thema auch. Ich möchte jetzt zu einem Thema kommen, was da in engem Zusammenhang steht. Und zwar der Arbeitsmarkt. Und in diesem Zusammenhang würde ich gerne den Mindestlohn einmal ansprechen. Frau Benning, Sie betonen selber ganz gerne, dass Sie auch aus dem Mittelstand kommen. Sie sind ja auch selber Unternehmerin. Wie stehen Sie zu dem Thema Mindestlohn persönlich und wo sehen Sie da Konsequenzen für Münster? Sie kennen sich ja auch aus mit dem Mittelstand in Münster, mit den Unternehmern und Unternehmerinnen. Wo sehen Sie da Konsequenzen? Ich finde es ganz wichtig, dass jeder von seiner Arbeit leben kann. Und der Mindestlohn wird jetzt von der SPD flächendeckend gesetzlich gefordert. Und ich halte es für richtig, dass es eine Lohnuntergrenze gibt, die branchenbezogen festgesetzt wird, die von den Tarifsozialpartnern festgelegt wird, damit sie einfach auch zu erwirtschaften ist, aber damit die Menschen auch von diesem Mindestlohn, dieser Lohnuntergrenze leben können. Das ist der große Unterschied. Und ich glaube, dass ich hoffe, dass die meisten Unternehmen tariflich sich auch binden lassen und dementsprechend auch den Mindestlohn zahlen in ihren Unternehmen.
Und das hätte die Konsequenz auch für Münster. Das trifft ja jedes Unternehmen. Das ist jetzt für Münster nicht spezifisch. Ich gehe eher auch davon aus, dass in Münster relativ viele, dadurch, dass wir wirtschaftlich gut dastehen, gehe ich davon aus, dass alle den Mindestlohn zahlen und schwarze Schafe auch weiterhin angeprangert werden. Denn die schwarzen Schafe sind die, die immer auf die Öffentlichkeit kommen und das auch nicht sein darf. Dankeschön. Herr Philippa, Sie lehnen ja bei der FDP den gesetzlichen Mindestlohn ab. Warum? Weil wir der Überzeugung sind, dass ein politischer Mindestlohn nicht richtig funktionieren kann, weil er zum einen, was Frau Benning eben sagte, branchenspezifisch sein muss und eben auch regionalspezifisch. Wir haben auf dem Land andere Lebensbedingungen als in einer Stadt. Ich nehme einfach mal den Vergleich München zu Greifswald, dort haben Sie ganz andere Bedingungen. Ich möchte auch mal ein Beispiel aufgeben, die Gewerkschaften sehen das ja auch ein. Wir haben jetzt einen Lohn in der Zeitarbeit eingeführt über die IG Metall, 8,50 Euro im Westen oder 8,52 Euro im Westen und ca. 7,50 Euro im Osten. Also selbst die Gewerkschaften attestieren uns offensichtlich, dass es regionale Unterschiede gibt, die man auch berücksichtigen muss. Und dann ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich bei dem Thema Mindestlohn habe, dass wir ihn eben nicht der politischen Willensbündung überlassen sollen, sondern wirklich den Gewerkschaften, den Tarifpartnern, die eben viel besser abschätzen können, welche Löhne in einer Branche richtig zu zahlen sind. Und da muss man einfach den Vergleich ziehen, selbst wenn man dann eine Kommission bilden möchte, dann heißt es ja, in dieser Kommission kann ja nicht jede Gewerkschaft vertreten sein und nicht jede Arbeitgeberschaft. Im schlimmsten Fall heißt es, dass die IG Metall dann nachher für die Landwirtschaft die Löhne festlegt. Das ist etwas von meinem Weltbild her, das passt nicht zusammen. Die Löhne sollten schon in der Gewerkschaft verhandelt werden. Ich gebe aber auch offen zu, dass wir in manchen Bereichen das Problem haben, dass die Gewerkschaften vor Ort nicht stark genug organisiert sind und deswegen vielleicht dieser Tarifstreit gar nicht so in die Gänge kommt. Und dort müssen wir eben eine Situation vorfinden, die wir eben dann mit dem Allgemeinverbindlichkeit, Erklärung von Tarifen eben lösen können, dadurch, dass wir dann für die gesamte Branche und die Region dann eben den Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklären, um so auch die Tarifflucht etwas zu entschärfen. Vielen Dank. Herr Stubbe, an Sie die Frage, Tarifstreit ankurbeln oder doch Mindestlohn? Wie würden Sie das beurteilen? Wir brauchen einen Mindestlohn, damit es überhaupt wieder zu einer fairen Lohnverhandlung kommen kann. Die Gewerkschaften sind in den letzten Jahren deutlich schwächer geworden. Die stehen sehr in der Defensive. Und um überhaupt Möglichkeiten zu schaffen, in allen Bereichen gute Löhne zu erreichen, müssen wir auf jeden Fall eine Fallhöhe quasi, ein Netz einbauen. Und das ist ein gesetzlicher Mindestlohn. Es geht ja nicht darum, dass man irgendwo sagt, alle sollen das Gleiche verdienen, sondern es geht darum zu sagen, es gibt eine Untergrenze, unter die gar nichts runtergeht. Und darüber hinaus kann man in Städten, in Bereichen, die natürlich höhere Kosten haben, kann man natürlich beliebig darüber zahlen. Aber es geht darum, nach unten hin zu sagen, es geht eben nicht tiefer und damit eben kann verhindert werden, dass es dann tarifliche Abschlüsse gibt, die unter 5 Euro liegen, die unter anderem auch daher kommen, dass der Begriff des Tarifpartners immer frei definierbar ist, dass man sich beispielsweise irgendwelche Pseudogewerkschaften gründet, die unternehmernah sind und jeden beliebigen Abschluss mitmachen. Mit solchen Konstrukten darf es halt nicht beliebig weit nach unten gehen und deswegen Mindestlohn. Es geht ja nicht darum, dass man sagt, ganz Deutschland soll gleich viel verdienen. Natürlich gibt es regionale Unterschiede, die bestreitet ja auch niemand, aber die muss man oberhalb des Mindestlohns aushandeln. Herr Stebel, an Sie die Frage. 8,50 Euro Mindestlohn fordert ja die SPD und fordern auch die Grünen. Die Linkspartei fordert 10 Euro. Ja, wir fordern 10 Euro und sind 8,50 Euro zu wenig. Ich kann aber auch erstmal sagen, es kommt vor allen Dingen darauf an, dass wir einen Einstieg in einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn haben. Das sehe ich so. Also wir sehen ja auch, dass sehr viel schlechte Arbeit im Laufe der letzten Jahre entstanden ist. Der Arbeitsmarkt ist einseitig zugunsten der Unternehmer geändert worden, reformiert worden über die Hartz-Gesetze und weitere Maßnahmen. Es gibt sehr, sehr viel Missbrauch, auch von Werkverträgen. Die Leiharbeit hat sprunghaft zugenommen und deswegen brauchen wir auf jeden Fall erstmal überhaupt eine Untergrenze eines Mindestlohns. Den gibt es in sehr, sehr vielen anderen europäischen Ländern auch und es wird höchste Zeit, dass er auch in Deutschland eingeführt wird. Wir sagen deswegen 10 Euro. Mindestlohn, weil das Statistische Bundesamt dazu gegangen ist, dass die durchschnittliche Niedriglohngrenze bei 10,36 Euro liegt. Das sind neue Untersuchungen. Darunter würde ein Lohn auch zu Altersarmut führen, auch wenn man 45 Jahre sozialversicherungspflichtig gearbeitet hat. Und deswegen sagen wir, auch aus Gründen der Menschenwürde, Menschen müssen in Würde alt werden können, muss also der Mindestlohn auf jeden Fall bei 10,36
Euro die Stunde liegen, nach unseren Vorstellungen. Danke. Herr Stresser, ich habe mir vor kurzem ein Interview angeschaut mit dem IG Bau Bezirksvorsitzenden hier in Münster, das ist der Herr Wolfgang Berkes, und der hat bemängelt, nicht in erster Linie, dass es keinen Mindestlohn gibt, sondern er hat bemängelt, dass es massive Verstöße in der Region gibt gegen Tarifverträge, die schon bestehen. Also natürlich nicht nur spezifisch hier in Münster und Rhein in der Region, sondern überhaupt auch. Und dass man vor allen Dingen eher daran zunächst arbeiten müsste, dort intensivere Kontrollen durchzuführen. Würden Sie sagen, das ist eigentlich auch ein Thema, wo wir uns näher mit befassen müssen? Wie kann man diesen Mindestlohn, abgesehen davon, dass er eingeführt werden soll, auch tatsächlich so kontrollieren, dass er auch umgesetzt wird? Naja, die Kontrolle unterliegt natürlich den Abläufen im Betrieb. Also jeder Beschäftigte, der gewerkschaftlich organisiert ist, der auch eine Personalvertretung, einen Betriebsrat vor Ort hat, der wird natürlich sehen, was in seinem Tarif, in seinem Arbeitsvertrag steht und kann dann natürlich, wenn er der Auffassung ist, dass das nicht funktioniert und dass das nicht mit den tarifvertraglichen Bestimmungen übereinstimmt, dagegen zu seiner Gewerkschaft gehen, zu seinem Betriebsrat und im Zweifel zum Arbeitsgericht. Das ist die eine Geschichte der Medaille. Aber nichtsdestotrotz ist, so wie ich weiß, die IG BAU selbstverständlich insgesamt für die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes. Ich zum Beispiel, ich selbst bin Mitglied der IG BCE, die ursprünglich zu Beginn dieser ganzen Diskussion, die ist ja noch nicht so alt, es ist ja nicht so, dass wir schon seit 30, 40 Jahren über dieses Thema diskutieren, sondern aufgrund von Entwicklungen der letzten 10 Jahre. Ursachen, die Herr Stäbel angesprochen hat, gibt auch andere, aber das ist ja eigentlich erst eine relativ kurze Diskussion. Und die Gewerkschaften und insbesondere meine waren ursprünglich definitiv gegen einen gesetzlichen Mindestlohn, weil sie sagen, das enthebt uns unserer eigentlichen gewerkschaftlichen Verpflichtung, nämlich der Aushandlung von Tarifverträgen. Die IG BCE beispielsweise hat auch deshalb große Bauchschmerzen, weil es in ihrem Tarifbereich solche Diskussionen über Löhne unter 8,50 Euro überhaupt nicht gibt. Die schließen da, wo sie vertreten sind, Tarifverträge ab. Da sind die Mindestlöhne bei 11 Euro, 12 Euro, 13 Euro, je nachdem. Aber nichtsdestotrotz, und das ist die eigentliche gewerkschaftliche Forderung, denn die Idee ist nicht nur von den Parteien gekommen, sondern im Laufe der Jahre 2004 bis 2007 aus den Gewerkschaften heraus zu sagen, es gibt Regionen, in denen ist es nicht möglich, von den ausgehandelten Löhnen zu leben. Und deshalb braucht man insgesamt, damit keiner unter eine bestimmte Schwelle fällt, das hat im Übrigen auch was mit Alterssicherung zu tun, mit Altersarmut. Für 4,50 Euro kann ich mich für mein Alter nicht ausreichend versorgen. Also da braucht es eben diese Schiene nach unten und mehr wollen wir ja noch nicht. Und immer wieder wird gesagt, auch von Herrn Philippa jetzt, es gibt die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Nur, das ist genau das, was Sie eigentlich nicht wollen, denn die Allgemeinverbindlichkeit wird durch die Politik letztendlich bestätigt. Da gibt es einen Tarifvertrag, da gibt es ein Unternehmen, die daran nicht beteiligt sind und dann muss die Politik sagen, wir wollen den für allgemeinverbindlich erklären. Und ich habe so den Eindruck, wir hatten jetzt einen Fall aus Sachsen, da wo Sie an der Regierung sind, ist das immer ganz schön schwierig, denn das ist an der FDP gescheitert, für eine bestimmte Branche eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung herbeizuführen. Ja, ich möchte das jetzt nochmal hier nutzen, die Zeit, um noch einen anderen Beitrag zu zeigen, der sich genau mit diesem Thema nämlich auch auseinandersetzt, mit dem Niedriglohnsektor und auch mit der Arbeitslosenzahl in Deutschland. Und den sehen wir jetzt. Die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt wird als außerordentlich positiv bezeichnet. Laut der Bundesagentur für Arbeit ist die Arbeitslosigkeit auf dem niedrigsten Stand seit 1992. Doch ist die Bilanz wirklich so gut? Offiziell gibt es rund 2,8 Millionen Arbeitslose. Wenn man aber genauer hinschaut, kommt man auf eine deutlich höhere Zahl. 120.000 Ein-Euro-Jobber, 200.000 Menschen, die älter als 58 Jahre sind, 80.000 kranke Arbeitslose, 170.000 Menschen, die von privaten Jobvermittlern angestellt sind, 160.000 Menschen in Weiterbildungsmaßnahmen, 700.000 Menschen, die nicht zum Amt gehen. Zusammengenommen sind das etwa 4,2 Millionen Arbeitslose. Wenn dann auch noch die Menschen dazugezählt werden, die in prekären Arbeitsverhältnissen arbeiten, sowie als Leih- und Zeitarbeiter im Niedriglohnsektor beschäftigt sind, entsteht ein ganz anderes Bild des Arbeitsmarktes in Deutschland. Außerdem hat Deutschland den zweitgrößten Niedriglohnsektor in Europa. Nur in Litauen erhalten mehr Menschen einen Niedriglohn. Ja, Frau Benning, an Sie die Frage an dieser Stelle. Wir haben gerade gesehen,
größter Niedriglohnsektor und die Arbeitslosenzahlen vielleicht doch nur schön gerechnet? Ist die CDU vielleicht doch nicht die erfolgreichste Regierung seit der Wiedervereinigung? Provokant gefragt. Doch, die CDU ist schon die erfolgreichste Regierung seit der Wiedervereinigung. Und man muss ja einfach ganz deutlich auch sagen, erstmal ist wichtig, dass gearbeitet wird, dass Menschen Arbeit haben, weil man sich über Arbeit auch definieren kann und eigentlich auch persönliche Erfolge erringen kann. Natürlich gibt es Arbeiten, die eben wenig niedriger entlohnt sind. Man muss aber auch überlegen, warum man im Niedriglohnsektor arbeitet, was die Gründe sind. Und das sind das ist zum Teil die Qualifikation, das ist zum Teil die Zeit, in der man auch arbeitet, wie viel man dort verdient in der Zeit. Das kommt einfach alles zusammen. Ich denke mir, es gibt verschiedene Gründe. Auch die, ja. Okay. Herr Philippa, an Sie nochmal die Frage. Wir haben gerade gesehen, es gibt unheimlich viele Leute, die im Niedriglohnsektor arbeiten. Und es gibt auch eine große Anzahl der sogenannten Aufstocker. Das sind Menschen, die zusätzlich zu ihrem Lohn eben noch Leistung vom Jobcenter bekommen. Diese Zahl ist auf über 1,3 Millionen gestiegen in diesem Jahr. Und an Sie die Frage, wäre das nicht eigentlich genau der Punkt, wo man sagen würde, wenn es einen Mindestlohn gäbe, dann könnte man noch unheimlich viel Geld einsparen, dadurch, dass man zum Beispiel diesen Aufstockern eben nicht mehr diese Leistung zukommen lassen müsste? Oder verstehe ich da was falsch? Die Frage ist ja, wenn Sie einen Mindestlohn einführen, ob diese Arbeitsplätze dann noch erhalten bleiben. Das ist ja sicherlich die Kernfrage. Wenn Sie dann wegfallen, dann haben Sie nicht nur das Thema Aufstocken, sondern müssen Sie die kompletten Sozialleistungen komplett fremdfinanzieren. Und eines noch kurz zu Herrn Stresser, weil er das gesagt hat, dass wir als Regierung uns immer verweigern würden, die Allgemeinverbindlichkeit einzuführen. Das ist ja ein Thema, das wir in den letzten Jahren zusammen mit dieser erfolgreichsten Bundesregierung, die übrigens auch aus der FDP besteht, das betone ich hier nochmal in aller Deutlichkeit, eben auch in den letzten Jahren über 14 Branchen mit insgesamt 2 Millionen Arbeitnehmer dadurch in diese Lohnuntergrenze hineingebracht haben und das übrigens auch auf Antrag derjenigen, die eben diese Tarife ausgehandelt haben, nämlich der Tarifpartner. Das heißt, wir wollen auf Antrag der Tarifpartner dann die Allgemeinverbindlichkeit erklären, nicht im Namen der Politik, sondern im Namen der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände. Dann haben wir das Thema gerade gehabt mit diesem Bereich Minijobs, diesen Niedriglohnsektor. Man muss auch immer eins dazu sagen, wenn wir immer von diesen prekären Arbeitsverhältnissen reden, dann sprechen wir natürlich auch davon, dass in Teilen auch hier Teilzeitarbeitskräfte da hineinfallen, die eben über Minijobs oder beispielsweise ein richtiges Teilzeitarbeitsverhältnis in versuchen, ein bisschen Lohn dazu zu verdienen. Ich glaube, dass es der richtige Weg ist, möglichst viele Leute in eine Beschäftigung überhaupt reinzukommen, um eben die allgemeinen Soziallasten so niedrig wie möglich zu haben. Das Thema Aufstocker ist richtig, ja, und wenn Sie auch eine entsprechende Lohnsumme haben, dann brauchen Sie trotzdem, wenn Sie Alleinverdiener sind und eine Familie zu ernähren haben, dann werden Sie sicherlich auch noch aufstocken müssen. Dieser Anteil, wo einer arbeiten geht und eine Familie ernährt, der ist allerdings nur bei 1%. Und ich glaube, das ist ein Wert, der ist trotzdem nicht schön, aber er ist immerhin so aussagekräftig, dass man sagen kann, dass der Arbeitsmarkt im Moment sehr, sehr robust ist, auch ein Erfolgsmodell ist. Und ich glaube, viele unserer europäischen Nachbarländer beneiden uns ja gerade darum, dass wir einen sehr guten Arbeitsmarkt haben. Und deswegen glaube ich, dass wir hiermit zu Recht sagen können, dass wir als Koalition hier sehr, sehr erfolgreich gearbeitet haben und diesen Kurs natürlich auch gemeinsam fortsetzen wollen. Herr Stubbe, an Sie die Frage. Herr Philipp hat gerade darauf hingewiesen, Arbeitsplätze könnten ja auch wegfallen. Diese Angst teilen Sie nicht? Nein, der Effekt ist ja, wenn wir einen allgemeinen Mindestlohn einführen, dass die Konkurrenz ebenfalls den allgemeinen Mindestlohn hat. Das heißt, wenn wir jetzt heute sagen würden, jemand, der einen Niedriglohn bezahlt, der wäre als einzelner Arbeitgeber verpflichtet, jetzt 8,50 Euro zu zahlen, ist natürlich klar, die Konkurrenz zahlt weniger und dann fällt der Arbeitsplatz in diesem Unternehmen weg. Wenn die Konkurrenz aber ebenfalls 8,50 Euro zahlen muss, dann hat das natürlich den Effekt, dass so manche im Billiglohn erzeugte Dienstleistung etwas teurer wird für uns alle. Aber die Arbeit muss ja getan werden. Ja, das sind ja größtenteils Dinge, zum allergrößten Teil Dinge, die auf jeden Fall getan werden müssen. Und dann werden sie für einen etwas höheren Preis, werden sie dann eben doch getan. Und diese eben nicht erfolgreichste Regierung, sondern die schlechteste Regierung, die wir jemals hatten, die kümmert sich da eben gar nicht drum. Ich habe den Eindruck, dass die beiden Vertreter sowohl hier als auch sonst in diesen Parteien überhaupt keine Erfahrung haben, wie das eigentlich ist, wenn man im Niedriglohnbereich, im prekären Bereich beschäftigt ist. Da geht es eben nicht darum, dass jede Arbeit gut ist. Gute Arbeit ist das, was wichtig ist. Aber wie ist das denn mit der Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Bereich?
im Internationalen gibt es ja andere Tarifverträge. Gibt es, wenn es überhaupt welche gibt? Ja, dann schauen Sie doch mal, wo wir den Billiglohnbereich haben. Die Friseurin fällt bestimmt nicht weg, wenn im internationalen Vergleich andere Länder keinen haben. Und außerdem im internationalen Vergleich, fast alle Länder in Europa haben den Mindestlohn, nur wir haben ihn nicht. Ja, die haben auch viel mehr Arbeitslose, die haben eine riesengroße Jugendarbeitslosigkeit. Wir haben gerade gesehen, dass Deutschland an der zweiten Stelle im Niedriglohnbereich steht. Ich finde, das sollte uns schon zu denken geben. Also ich vergleiche mich mit Litauen an jeder Stelle, aber dass wir da hinter Litauen der Zweite sind, das finde ich nicht so ganz prickelnd. Aber Herr Stresser, wo Sie es gerade angesprochen haben, die Hartz-IV-Reformen haben ja diese Entwicklung massiv begünstigt auch. Und ich habe natürlich nachgeschaut und Sie sind 2002 in den Bundestag eingezogen und im selben Jahr wurde auch das Hartz-Konzept vorgelegt. Haben Sie damals auch dafür gestimmt? Also wenn Sie da nachgelesen haben, dann haben Sie ja sicherlich auch die Abstimmungen gesehen, die ja namentlich waren. Ja, das war schon ein bisschen schwieriger. Also ich habe dem, ja klar, ich habe dem zugestimmt. Ja. Die Idee war ja an bestimmten Stellen, ich will nur mal zwei Dinge sagen, war ja die erste Idee der Agenda und von Hartz IV war die Zusammenlegung von zwei steuerfinanzierten Transferleistungen, der Arbeitslosenhilfe und der Sozialhilfe. Das war der eigentliche Kern der ganzen Geschichte, weil wir gesagt haben, es macht Sinn, aus einer Hand zu zahlen und eben auch diejenigen, die bislang in der Sozialhilfe gewesen sind, in einen Prozess zu bringen, der ihnen größere Chancen bringt und der ihnen auch beispielsweise über die Arbeitsvermittlung größere Zugänge zum Arbeitsmarkt schafft. Das war der Kern des Gedankens. Und dieser Kern, den habe ich damals auch für richtig gehalten. Ich kann Ihnen aber auch den Unterschied sagen. Ich habe 2002 hier Wahlkampf gemacht und bin dafür in Münster direkt gewählt worden mit einem Flyer, auf dem draufsteht, ich stimme für die Zusammenlegung von zwei steuerfinanzierten Transferleistungssystemen, aber nicht auf dem Niveau der Sozialhilfe. Das war die Kernbotschaft und das ist nun in den letzten Jahren durch die ganze Entwicklung mehr oder weniger eingetreten. Die Arbeitslosengeld-II-Sätze sind zwar höher als die früheren Sozialhilfesätze, aber sie sind immer noch viel zu wenig, um nicht nur Auskommen zu haben, und das ist ja das Wichtige, sondern auch Teilhabemöglichkeiten an gesellschaftlichen Prozessen zu haben. Das ist in der Tat schiefgelaufen. Und dazu stehe ich auch und deshalb sage ich auch, wenn man solche Dinge einführt mit großen Risiken, die waren bekannt, muss man eben auch dann, wenn es schief läuft, die Konsequenzen ziehen und nachsteuern. Und wir haben im Übrigen im Jahr 2004 bereits bei uns in der Bundestagsfraktion über einen gesetzlichen Mindestlohn gesprochen, weil wir gesehen haben, dass durch die Absenkung, insbesondere die Geschichten, wo Tarifverträge keine Wirkung mehr haben, für die Menschen nicht mehr zumutbar sind. Wir haben damals über Zumutbarkeit von Arbeitsbedingungen gesprochen und wir haben gesagt, wir brauchen für solche Verhältnisse eine Untergrenze und einen gesetzlichen Mindestlohn. Also das ist jetzt keine ganz neue Diskussion. Ich sage nochmal, dieser Teil der Hartz-Reform, diese Zusammenlegung fand und finde ich nach wie vor richtig. Die Ergebnisse, die es gezeigt haben, auch die Geschwindigkeit der Umsetzung mit dem damaligen, ja nicht mehr sozialdemokratischen Wirtschaftsminister Wolfgang Clement, die war abenteuerlich. Das ist in zwei Jahren, sind 300 Gesetze durchgepeitscht worden, von denen 70 erneuert werden müssten. Also das war in der Tat kein wirkliches Beispiel für Qualität. Aber nichtsdestotrotz, der Ansatz aus meiner Sicht war damals jedenfalls zumindest nachvollziehbar. Vielen Dank. Das ist ja immer schon mal sympathisch, wenn man sozusagen durchaus auch einsehen kann, wenn was schiefgelaufen ist. Herr Sebel, die Linkspartei geht ja sogar noch weiter. Hartz IV muss weg, ist ein Slogan. Was haben Sie für Alternativvorschläge? Ja, ich wollte zumindest noch mal was zu Herrn Stresser auch sagen, weil das kann ja in gewisser Weise nicht so stehen bleiben. Hartz IV oder die Hartz-Gesetze, die sind 2002 auf den Weg gebracht worden, mit den Repressionen auch, die deutlich werden, oder Sanktionen gegenüber Menschen, die dann nicht jeden möglichen Job annehmen. Hartz IV ist in unseren Augen Armut per Gesetz und es war mitnichten anfangs vorgesehen, einen Mindestlohn einzuführen. SPD und Grüne haben jetzt erst seit einigen Jahren, also wo es schon längst von den Gewerkschaften gefordert wurde, sind sie auch auf den Gedanken gekommen, sich auch für den Mindestlohn auszusprechen. Das war anfangs damit überhaupt nicht verknüpft. Also insofern machen SPD und Grüne ein bisschen weit im Moment auch Wahlkampf gegen sich selbst, weil sie nämlich diese ganzen Gesetze eingeführt haben. Was unsere Alternativen angeht, hatten Sie gefragt. Wir sind erstmal dafür, solange wie es das Hartz-System überhaupt noch gibt, dass der Hartz-IV-Regelsatz deutlich angehoben werden muss auf ein Mindestniveau von 500 Euro. Und darüber hinaus setzen wir uns für eine repressionsfreie Mindestsicherung in der Tendenz ein, die nach dem, was ich ja gerade schon mal erzählt habe, mit dem Armutsrisiko bzw. dem Pfändungsfreibetrag, der liegt im Moment bei etwa 1040 Euro, halten wir dann auch eine
eine repressionsfreie Mindestsicherung in Höhe von 1050 Euro für erstrebenswert und das ist unser Ziel, für das wir uns einsetzen werden. Also ich möchte gerne intervenieren, weil ich das nicht so stehen lassen möchte, was Herr Stäbel gesagt hat, und zwar an zwei Dingen. Ich finde es immer bemerkenswert, wenn man bei Hartz IV, und wir reden jetzt über Hartz IV, wir können auch noch über Hartz I, II, III, also Reformierung der Arbeitsverwaltung und andere Geschichten reden. Aber zwei Dinge. Hartz IV ist Armut per Gesetz. Was bitteschön war die Sozialhilfe? Wer hat sich von wem, von Gewerkschaften, von wem auch immer dafür eingesetzt, dass Menschen, die in der Sozialhilfe sind, ein besseres Auskommen haben? Keiner. Das sage ich mal ganz definitiv. Keiner. Wir hatten 2002, als das losging mit diesen Diskussionen, mehr als 2 Millionen Menschen in der Sozialhilfe, die gelebt haben in Nordrhein-Westfalen von einem Regelsatz von 350, 360 D-Mark damals. Also das, finde ich, muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen, dass diese Diskussion um diese Geschichten 2,5 Millionen Menschen deutlich mehr Chancen gegeben haben als vorher. Und die zweite Geschichte mit den Mindestlöhnen, da entsteht eine historische Legende, die falsch ist. Ich sage nochmal das Jahr 2004. Der damalige Arbeitsminister Franz Müntefering hat in der SPD-Bundestagsfraktion als erster Politiker den Vorschlag gemacht, einen gesetzlichen Mindestlohn einzuführen und er ist zurückgepfiffen worden, insbesondere bei unserer Fraktion, du warst nicht dabei, ich habe es erlebt, von dem Vorsitzenden des Landesbezirks Bayern des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Herrn Schösser. Das war die reale Diskussion im Jahre 2004 und die politische Diskussion in der SPD ist dann ein Stück weitergegangen als in manchen Gewerkschaften. Die haben teilweise bis zum Mord, ich habe die IGBCE genannt, noch Probleme mit einem gesetzlichen Mindestlohn. Ja, die perfekte Überleitung nehme ich zu unserem nächsten Beitrag. Da haben wir nämlich die Münsteraner mal gefragt, was die sich von der kommenden Wahl erhoffen. Und folgende Antworten haben wir erhalten. Dass alle wählen gehen, die Erwartung habe ich. Es soll sich eigentlich meiner Meinung nach nicht so viel ändern. Die heutige Regierung hat sehr gute Arbeit geleistet, meiner Meinung nach. Und ich hoffe, dass sie sich auch halten wird. Dass sich endlich mal was ändert und neue Ideen irgendwie umgesetzt werden. Ich bin leider ein bisschen frustriert. Ich habe nicht allzu viel Erwartungen, dass sich was ändern könnte. Irgendwie fehlen die spritzigen Ideen, es fehlen irgendwie Erneuerungen, Mut, was Neues anzufangen und so etwas. Und das frustriert mich ein bisschen. Im Grunde genommen eine positive, weil ich denke, wir leben in einer guten, lebendigen, gut funktionierenden Demokratie. Und wenn ich wünschen darf, möchte ich unser Angela weiterbehalten. Damit sie uns nicht so viel vorlügen und was es gerecht zugeht, das wäre schon sehr wichtig. Ich muss sagen, ich finde Frau Merkel ganz in Ordnung, aber ich bin nun groß geworden. Mein Vater war Arbeiter, meine Mutter auch, also ich werde schon die SPD wählen. Dass die Richtigen gewinnen und Angela Merkel geht. Was für Erwartungen. Egal, was man wählt, es ist immer die Wirtschaft nur in ihre eigene Tasche. Ich wünsche mir Angela Merkel weiterhin als Bundeskanzlerin. Weitere Wünsche habe ich nicht. Ich finde, sie macht das perfekt in jeder Hinsicht. Ob SPD, CDU oder so, zum Schluss werden die sowieso zusammen machen und zum Schluss wird sich sowieso nichts ändern. Und zum Schluss geht es eh nur um Machterhalt und Gerangel da oben. Also da wird sich auch nicht viel ändern. Und die es ändern könnten, da sagen die einen, nee, das wollen wir nicht und deswegen wird sich da nichts ändern. Also hoffe ich, dass genug hingehen. Ne? Ist ja immer wieder ein Problem. Dann hoffe ich, dass natürlich gerecht was dabei rauskommt und dass auch irgendwas sich mal ändert. Es sollte einen Wechsel geben, aber ich glaube nicht, dass das passiert. Zum Beispiel die Mindestlohn, ne? Wenn das konkretisiert wird, das ist eine schöne Sache. Eine wie ich komme aus dem Ausland, ich habe für 3, 4, 5 Euro hier gearbeitet. Es wäre schön, wenn man einen Mindestlohn für alle Arbeiter, ne? Damit man mit seinem Geld leben kann. Dass sich vielleicht ein bisschen was ändert, ein bisschen was gerechter wird, was man jetzt überall so sieht oder hört. Keine großen. Also ich denke mal, das geht auf eine große Koalition aus. Da ich Studentin bin, ist auf jeden Fall Studiengebühren, weil ich komme aus Niedersachsen, da gibt es immer noch welche, werden jetzt abgeschafft, aber es dauert leider ewig. Und da frage ich mich, warum. Eigentlich relativ große Erwartungen. Ich denke, das wird eine gute Wahlbeteiligung und hoffen, dass alle das Richtige wählen, das für sie Richtige. Dass es super spannend wird und dass meine Partei gewinnt. Ja, Herr Strubbe, wir haben gerade gehört, da hat jemand gesagt, so wird sich sowieso nichts ändern.
Wir haben, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, Sie sind ja immer nicht der direkte Kandidat für Münster, aber in Münster eine Zweitwohnsitzsteuer eingeführt und dadurch gibt es dieses Jahr in Münster so viele Wahlberechtigte wie nie zuvor, insbesondere auch junge Leute. Glauben Sie, dadurch könnte das Wahlergebnis doch sehr verändern? Erhoffen Sie sich da viel von? Ja, ich meine, für mich persönlich ist natürlich das überregionale Ergebnis wichtig. Ja. Da ist ja ganz egal, ob die Leute in Kreis Steinfurt oder in der Stadt Münster gemeldet sind. Aber natürlich wird sich auch in der Stadt Münster dadurch einiges verändern, weil natürlich das Wahlverhalten junger Menschen sich unterscheidet von dem des Bevölkerungsdurchschnitts. Und insbesondere im rot-grünen Bereich, glaube ich, wird davon profitiert. Also ich glaube, dass Rot-Grün in Münster sehr gute Chancen hat. Okay. Frau Benning. Wie sieht das bei Ihnen aus? Sie haben ja jetzt den Herrn Polenz abgelöst sozusagen. Glauben Sie, dass, ja? Nur in der Kandidatur erstmal. Ja, genau, in der Kandidatur. Glauben Sie, dass Sie durchaus auch Chancen haben sozusagen gegen den Herrn Stresser, obwohl Sie neu sind? Herr Stresser glaubt es nicht. Ich glaube das aber ganz sicher. Es ist schwierig, als Neuling zu starten, muss man ganz deutlich sagen. Und meine Mitbewerber sind alles auch ganz ordentliche Kaliber. Aber ich messe mich da gern dran. Und ist auch eine schöne Herausforderung. Und ich glaube auch, dass ich ernsthafte Chancen habe. Das wird sich am Sonntagabend dann zeigen. Okay. Herr Stresser, was denken Sie, neue Wahlbeteiligung, also Beteiligung ist ja noch offen, aber sozusagen etwas neue Wählerschaft auch in Münster jetzt durch die Zweitwohnsitzsteuer. Glauben Sie, das verändert schon etwas auch an dem Münsteraner Ergebnis? Ob das an dem Ergebnis letztendlich was ändert, das ist Spekulation. Ich erhoffe mir das natürlich, dass durch den Zuzug, also durch diese Umsetzung der Zweitwohnungssteuer, gerade junge Leute, Studierende hier in Münster sind und wählen. Und ich hoffe auch, dass die ein bisschen anders wählen als als vor 4 Jahren. Aber das ist alles offen. Ich weiß auch nicht, ich habe auch nicht immer den Eindruck, dass junge Leute nun, wie man das so vor 10, 15 Jahren sagen könnte, immer links wählen. Es gibt auch genügend junge Konservative, auch in der Stadt Münster. Und deshalb finde ich und hoffe und erwarte, dass es einen komplett spannenden Wahltag gibt und dass wir alle morgen nochmal die Chance haben, die Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, dass es sich wirklich lohnt und dass sich auch was ändern kann, wenn man das will. Ich möchte an dieser Stelle auch noch mal einen Blick in die Zukunft werfen und eine kleine Wahlprognose aufzeigen, die hier in Münster von den Westfälischen Nachrichten in Zusammenarbeit mit dem Institut für Soziologie durchgeführt wurde. Und die sehen wir jetzt. Bundestagswahl 2013. Erststimmenprognose für Münster, Wahlkreis 129. Sibylle Benning, CDU, 38%. Christoph Stresser, SPD, 36%. Maria Klein-Schmeink, 11%. Daniel Bahr, FDP, 6%. Hubertus Säbel, Die Linke, 5%. Andere 4%. Am 22. September haben Sie die Wahl. Herr Philippa, an Sie die Frage. Wären Sie mit so einem Ergebnis zufrieden, wenn es Ihr Wahlkreis wäre zum Beispiel? Ich persönlich nicht, weil ich natürlich die Erwartung hätte oder den Versuch unternehmen würde, natürlich den wahnwitzigen Versuch unternehmen würde, natürlich auch ein Direktmandat zu erzielen. Wir haben natürlich eine Situation, dass es klassischerweise nicht nur in Münster, sondern im gesamten Münsterland ja eigentlich so ist, dass die CDU fast immer die Direktmandate bekommt. In der Regierungskoalition, wie wir gerade sind, habe ich damit auch kein Problem. Sage aber ausdrücklich, dass eine Stimme bei der FDP genauso gut aufgehoben ist. Okay. Herr Stebel, an Sie die Frage. Sie haben ja den Anspruch als Linkspartei durchaus sich für das Volk, für die Mehrheit im Volk vielleicht auch einzusetzen. Wie erklären Sie sich denn an eine solche Prognose? Gut, also wie erkläre ich mir eine solche Prognose? Ich glaube, sie ist relativ realistisch im Moment. Also Frau Benning liegt knapp vor Herrn Stresser offensichtlich. Was ich noch nicht sehe, ist, was die ganze Leihstimmenkampagne ausmachen wird. Also es ist ja eigentlich offenkundig, dass Herr Bahr eigentlich gar nicht mit der Erststimme gewählt werden möchte. Und in gewisser Weise Frau Klein-Schmeink, die hat sich da vor ein paar Wochen auch schon so geäußert, also von den Grünen die Kandidatin hier, offensichtlich auch nicht mit der Erststimme gewählt werden möchte. Das ist dann natürlich schon ein bisschen seltsam, wenn man dann hier antritt, mit dem Anspruch gar nicht gewählt werden zu wollen. Da bin ich ein bisschen anders. Also ich kämpfe sowohl für die Erststimme wie die Zweitstimme für die Linke.
Und ich schaue natürlich in erster Linie auf die Vorhersage oder die Prognose der WN bezüglich der eigenen Partei und denke, wenn wir hatten beim letzten Mal, hatten wir so ein ähnliches Ergebnis. Wir liegen im Moment in den Bundesumfragen ein bisschen unter dem Bundestagswahlergebnis von vor 4 Jahren. Dafür würde ich sicherlich zeichnen, wenn das am Sonntag so käme, dass wir mindestens 7% an Zweitstimmen hier in dieser Stadt bekommen. Und die Erststimme ist natürlich nice to have, also ein bisschen eitel bin ich vielleicht ja dann auch, aber letztlich, wer mich im Bundestag haben möchte, da gucke ich natürlich in erster Linie auf die Zweitstimme, denn ich stehe auf Platz 8 der Landesliste in Nordrhein-Westfalen und darüber käme ich dann letztlich in den Bundestag für die Linken. Aber so ein bisschen eitel bin ich da auch schon und freue mich natürlich, dass ich es leicht gesteigert habe im Vergleich zu vor 4 Jahren, wo ich auch schon angetreten bin. Noch ist es ja nicht durch, ne? Ja, noch nicht. Das ist klar, das ist eine Prognose, aber wir kämpfen ja bis zum letzten Tag alle und die anderen sind ja auch alle unterwegs und versuchen natürlich die Menschen noch zu überzeugen, ihre Stimmen dann tatsächlich auch in unserem Sinne richtig für die Linken abzugeben. Ja, Herr Stresser, Herr Sdebel sieht sich schon im Bundestag. Bekommen Sie da Lust auf eine Koalition doch mit der Linkspartei, wenn ich mal so direkt fragen darf? Persönlich? Sie persönlich? Also Koalitionen sind keine Lustfragen. Aber wenn ich alleine mit Herrn Stäbel zusammen wäre, könnte ich mir das schon vorstellen. Aber es gibt ja auch noch ein paar andere Geschichten, um die es geht. Und da ist das aus meiner Sicht in diesem Jahr bei 2013 schlechterdings nicht vorstellbar. Das kann sich und sollte sich auch ändern. Da sollte man dran arbeiten. Ich finde, wenn es eine Stimmenmehrheit gibt, eine Stimmenmehrheit für ein linkes Lager, dann ist es eigentlich schade, dass es nicht funktioniert. Und es funktioniert in diesem Jahr nicht. Wir müssen da über andere Themen diskutieren, wo man das dann auch deutlich machen kann. Aber ich finde, das ist jetzt alles sowieso Spekulation. Ich höre ja schon, dass Ministerposten verteilt werden, bevor der erste Wahlgang geschlossen ist. Und da wird schon verteilt, da wird schon spekuliert. Da geht es um Leihstimmen, um was auch immer. Mein Gott, die Wählerinnen und Wähler, ich glaube, das sind diejenigen, die die Schlausten sind in diesem ganzen Prozess. Und die werden am Sonntag eine Entscheidung treffen, von der wir uns vielleicht alle noch gar nicht vorstellen können, wie sie denn letztendlich ist. Aber die entscheiden über Koalitionen, über Wahlergebnisse, über Direktmandat und was auch immer. Und von daher warten wir doch einfach mal ab. Wir haben noch einen Tag, da tun wir noch viel gemeinsam und am Sonntag um 18 Uhr wissen wir mehr. Herzlichen Dank. Ich möchte jetzt, also wir hätten ja, es gibt sicherlich noch unzählige Themenbereiche, die wir jetzt diskutieren könnten, aber wir kommen jetzt so langsam zum Schluss der Sendung. Und ich möchte Ihnen allen nochmal die Gelegenheit geben, ganz kurz darzustellen, was für Veränderungen Sie sich denn in den kommenden Jahren für Deutschland, aber auch insbesondere für Münster wünschen würden, vielleicht jeweils an die sozusagen Vertretung der Direktkandidaten dann halt für Deutschland, was Sie sich da ganz konkret wünschen würden und auch, was Sie glauben, was wird sich verändert haben in 4 Jahren. Vielleicht beginnen wir bei Herrn Stubbe. Ja, verändert haben wird sich, wenn Rot-Grün keine Mehrheit bekommt, sehr wenig. Wenn wir eine Mehrheit haben, wird sich deutlich was verändern. Wir haben insbesondere im Bereich Energiewende, würden wir wieder Fahrt aufnehmen. Das haben wir im Moment weitgehend Stillstand, das Ding wird vor die Wand gefahren. Im Agrarbereich ist eine Wende unglaublich wichtig, die müssen wir unbedingt angehen. Ich glaube, die kann nur angegangen werden, wenn Grüne mitregieren. Ansonsten haben wir soziale Themen, mit denen wir im linken Lager, sage ich mal, relativ einig sind, die wir durchsetzen könnten, wenn es eine Mehrheit gegen Schwarz-Gelb gibt. Und ich denke, es lohnt sich, wählen zu gehen und auf eine Mehrheit jenseits von Schwarz-Gelb zu setzen. Herr Stresser. Ja, wir haben die auch in unserer Kampagne wichtigsten Themen schon angesprochen. Wir wollen auch, dass es in Deutschland wieder sozial gerechter zugeht. Wir wollen, dass der Arbeitsmarkt gute Arbeit für alle Menschen schafft und dafür brauchen wir eben bestimmte Rahmenbedingungen. Wir brauchen einen gesetzlichen Mindestlohn, wir brauchen starke Regulierungen in der Leih- und Zeitarbeit und wir brauchen eben auch, und das ist dann eben auch wieder der Wechsel zu Münster, wir brauchen eine Politik für Wohnungen, für die Menschen, die nicht am oberen Ende der Einkommensskala und Vermögensskala liegen und dafür wollen wir Städtebauförderung massiv ausweiten, Programm soziale Stadt ausweiten, Mietobergrenzen einführen. All das wird es nur geben, nach dem, was wir erlebt haben in den letzten Monaten der alten Legislaturperiode mit einer starken SPD. Und für Münster, letzter Satz, würde ich mir sehr, sehr wünschen, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir es in den nächsten 4 Jahren hinkriegen, nicht nur die Empfangsstation des Bahnhofes auszubauen, sondern endlich auch das zweite Gleis auf der Bahnstrecke Münster-Dortmund zu bauen. Herr Philipper, vielleicht arbeiten wir uns jetzt von außen nach innen mal vor.
Ja, ich versuche mal so etwas weiter den Blick von außen auf Münster zu lenken, aber grundsätzlich zum Thema der Bundespolitik glaube ich, dass wir in den nächsten 4 Jahren mit einer schwarz-gelben Regierung Deutschland als Wirtschaftsmotor in Europa weiter erhalten können, dass wir möglichst viele Leute in Lohn und Beschäftigung bekommen, eben trotz auch oder mit gerade mit einer Situation, die eben dafür sorgt, dass wir möglichst viele Leute haben, die eben dann nicht auch aufstocken müssen, dass wir vielleicht auch im Bereich der Lohnuntergrenzen uns weiter fortentwickeln, aber keinen politischen Mindestlohn bekommen. Ich sage auch ganz klar, einen Grünen in dem Bereich der Landwirtschaft will ich um jeden Preis vermeiden, denn die Kompetenz liegt dort bei den Landwirten und nicht bei den Grünen, das garantiert nicht. Und ich muss Ihnen ganz klar sagen, ich als jemand, der aus dem Kreis Warndorf kommt, der dann in die wunderschöne Stadt Münster grenzt, wünsche mir natürlich auch ein starkes Oberzentrum Münster, was natürlich auch für die gesamte Region einfach eine prägende Bedeutung hat. Über eine zweite Bahnstrecke, ja, kann ich mir auch gut vorstellen, bin ich gar nicht so dagegen, ich fahre gerne Bahn. Aber ich muss es dann sagen, es steht natürlich dann auch zur Diskussion, ob wir die Verkehrsinfrastruktur als solches erhalten können und auch ausbauen können. Das sind nicht nur Straßen, sondern das sind auch Bahntrassen. Und ich glaube, insgesamt hat diese Bundesregierung eine gute Leistung vorgelegt. Ich werbe dafür mit beiden Stimmen, dass diese Regierung auch weiter arbeiten kann. Und ich glaube, wenn wir das dann am Samstag erreicht haben, ich glaube, dann geht es mit Deutschland noch weiter vorwärts. Frau Benning? Ja, wir warten auf Sonntagabend auf das Ergebnis. Ich bin auch der Meinung, dass es gut ist, wenn Deutschland in einem Deutschland sehr starkes mitten in Europa und auch wettbewerbsfähig bleibt und deswegen auch sich vieles leisten kann, was es sich heute leisten kann. Deutschland steht gut da und auf dem Kurs sollten wir auch weiter fortfahren. Wichtig ist, dass wir eine gute Infrastruktur haben. Es wurde eben auch schon erwähnt, das geht wirklich über Straßen, das geht über Verbindungen durch die Bahn. Auch das Bahngleis, was wir für die Fernverkehranbindung in Münster brauchen, ist wirklich dringend notwendig. Es wird hoffentlich auch kommen. Schiene, Straßen, aber auch Kindergärten, Kindertagesstättenausbau ist wichtig, Grundschul, Ganztagsbereich muss ausgebaut werden. Das zählt alles zur Infrastruktur, die hier erweitert werden muss. Natürlich auch Wohnbau, ganz wichtig. Natürlich in Münster müssen da noch weitere Forderungen kommen aus Münster. Mehr sozialer Wohnraum muss geschaffen werden, bezahlbarer Wohnraum muss bundesweit geschaffen werden, aber besonders eben auch in Münster ein wichtiger Teil. Ganz wichtig ist aber auch in den nächsten Jahren für die gesamte Republik, für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu sorgen. Das geht, indem man flexible Arbeitszeiten, flexible Betreuungszeiten, Lebensarbeitszeiten einführt, Anerkennung von Erziehung und Pflege bei der Rente. Das sind ganz wichtige Punkte, die wir in den nächsten Jahren durchsetzen müssen und auch verbessern müssen, um damit auch dann spätere Altersarmut vorzubeugen. Das finde ich ganz wichtig. Und natürlich eine nachhaltige Politik und eine generationengerechte Politik. Das sind die Punkte, die ich mir für die nächsten Jahre vorgenommen habe. Und ich denke, dass wir damit gut fahren. Vielen Dank. Herr Stebel? Ja, mir geht es vor allen Dingen um soziale Gerechtigkeit und Solidarität. Armut muss beseitigt werden und Reichtum umverteilt werden. Ich mache mich auch für den Frieden stark. Die Auslandseinsätze der Bundeswehr müssen beendet werden. Rüstungsexporte, Stichwort aktuell Syrien mit dem Sarin-Chemikalien, die geliefert werden müssen oder geliefert worden sind, müssen verboten werden. Wir wollen mitregieren in diesem Land, tatsächlich einen Politikwechsel in der Bundesrepublik herbeiführen. Das scheitert offensichtlich an der Ausschließeritis von SPD und Grünen. Wenn es nicht dazu kommt, zu einem Politikwechsel, dann bleibt Merkel auf jeden Fall Kanzlerin. Das Handelsblatt titelte heute die Alternativlose. Wir sind der Meinung, es gibt politische Alternativen. Und wenn wir nicht Regierungspartei werden, gehen wir selbstbewusst in die Opposition. Denn links wirkt auch aus der Opposition heraus. Vielen Dank auch an Sie an dieser Stelle. Sowieso nochmal vielen Dank an Sie alle, dass Sie heute so fleißig mitdiskutiert haben. Ja, wir haben gesehen, sowohl die Direktkandidaten als auch die Parteien haben sich einiges vorgenommen für die nächste Wahl, und zwar am Sonntag. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle noch einmal anmerken, dass wir natürlich auch möglichst alle auf eine hohe Wahlbeteiligung hoffen. Deswegen nochmal hier der Aufruf, gehen Sie am Sonntag wählen, denn letzten Endes gestalten Sie die Zukunft mit. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum?
inwiefern oder aus welchen Gründen Sie sich so vor einer Koalition oder einer möglichen Koalition auch persönlich mit der linken Partei verschließen? Also wir haben ja heute nur einen Teil der Themen angesprochen, um die es geht. Und Sie haben, das ist jetzt glaube ich nicht aufgenommen worden, gefragt, ob wir keine Lust hätten zu regieren. Ich habe das eben schon mal in anderer Konstellation gesagt, es geht nicht um Lust, sondern es geht darum, und Herr Hubertus Zebel hat zum Beispiel den Bereich der Außenpolitik angesprochen, wo aus meiner Sicht die Politik der Linkspartei an dieser Stelle dazu führt, dass die Bundesrepublik Deutschland aus den Vereinten Nationen austreten müsste. Weil die Vereinten Nationen in ihrer Charta im Kapitel 7 eine ganz klare Anforderung an die Mitgliedstaaten haben, beispielsweise bei Gefährdung des Weltfriedens auch mit militärischen Mitteln zu intervenieren. Und wenn das nicht möglich ist und wenn ich das kategorisch ausschließe, und zwar ohne einen Ansatz von Verhandlungsbereitschaft, dann ist das für mich ein zentraler Punkt, der gemeinsam mit den Linken nicht geht und der Deutschland außenpolitisch absolut unzuverlässig macht. Also wenn ich mich nicht irre, steht auch in der Charta drin, dass man Präemptivschläge durchführen darf, wenn es notwendig ist, also die der Selbstverteidigung der Mitglieder dient. Und ich glaube, davor hat sich die Linke doch gar nicht verschlossen. Also die Linke plakatiert und Herr Zdebel hat es gesagt, keine Auslandseinsätze der Bundeswehr. Was bitteschön wäre denn ein Einsatz unter der Überschrift eines Sicherheitsratsbeschlusses? Das ist ein militärischer Einsatz und ich sage, wir können uns dem nicht verweigern, wir können nicht immer hinschauen und sagen, wenn eine solche Anforderung kommt, stimmen wir möglicherweise einer Resolution zu, aber eigene Mittel setzen wir dafür nicht ein. Ich sage auch nicht, damit gar kein Missverständnis entsteht, dass Deutschland bei all diesen Einsätzen an erster Stelle stehen muss, um zu sagen, wir machen mit, wir schicken die Bundeswehr irgendwo hin. Aber kategorisch zu sagen, wir machen da nicht mit, das ist keine Außenpolitik, mit der die Bundesrepublik Deutschland wirklich erfolgreich dasteht. Das geht nicht. Und wenn man an diesen Punkten Bewegung sieht, dann bin ich sofort bereit, darüber zu handeln. Aber das ist auch mein ureigenstes Aufgabenfeld auch in den letzten 11 Jahren gewesen und ich habe Bilder vor Augen, das kann ich Ihnen nur sagen, wenn die Leute da nicht militärisch geschützt werden, dann sähe das für die ganz, ganz bitter aus. Und deshalb sage ich, wenn man sich an diesen Stellen bewegt, dann ist aus meiner Sicht eine Verhandlung über eine Regierungsbeteiligung möglich, aber ich sage auch, wenn das nicht ist und die Linke, so habe ich das verstanden, beharrt das auf diesem Punkt als einen wirklich harten, dann kann es in dieser Frage keine Koalition geben. Da rede ich gar nicht drum rum, das ist so. Also wirklich nur aufgrund dieses der außenpolitischen Einstellung, die, das ist jetzt mein persönlicher Einsicht, glaube ich, nicht in der Extremform wirklich auch so umgesetzt würde, wenn Sie wirklich koalieren würden, das ist wirklich dann der einzige Grund für diesen kategorischen Ausschluss. Also wir haben ja gerade gehört, an bestimmten Stellen gibt es Unterschiede in der Höhe des Mindestlohnes, ich weiß nicht an welchen Stellen noch, das ist so. Und ich habe immer das Gefühl, dass man, ja, wenn man bestimmte Formen sich bewegt, da auch zu Ergebnissen kommen kann, aber an dieser Stelle nicht. Wenn apodiktisch gesagt wird, das ist für uns nicht verhandelbar, dann ist es nicht verhandelbar, dann brauche ich gar keine Verhandlungen zu beginnen. Vielleicht gebe ich die Frage auch ein bisschen an Herrn Zdebel weiter. Wie flexibel sind Sie denn da? Also was die Kriegsansätze angeht, sind wir absolut unflexibel. Das ist völlig klar. Das ist auch vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte zu sehen. Von deutscher Seite ist zweimal ein Weltkrieg im vergangenen Jahrhundert ausgegangen. Ich sehe auch, dass unter dem Motto der Menschenrechte teilweise eben auch Ressourcenkriege geführt werden. Wir haben sogar den Fall gehabt, dass der Kosovo-Krieg völkerrechtswidrig von deutscher Seite aus unterstützt worden ist, zu Zeiten der SPD-Grünen-Bundesregierung im Übrigen. Das ist der absolute Sündenfall in dieser Frage gewesen. Und wir sehen natürlich auch, dass die UN teilweise auch außer Kraft gesetzt wird. Also die Amerikaner gehen ja gar nicht immer auf die UN zu, wenn es um Kriegseinsätze geht, sondern man macht das halt gerade nach Lage. Entweder gibt es Mehrheiten in der UNO dafür und wenn es die nicht gibt und es absehbar ist, dass es nicht der Fall ist, dann wird die UNO regelmäßig umgangen. Also es ist nicht so ganz so einfach, wie Herr Strasser sagt. Wir sind flexibel an anderen Stellen. Ich habe im Anfang der Debatte schon gesagt, wir fordern ja unter anderem, also die Grünen ja auch und die SPD, gemeinsam in unterschiedlicher Höhe einen Mindestlohn. Wir fordern auch eine Bürgerversicherung, eine solidarische Bürgerinnenversicherung in verschiedenen anderen Bereichen, um die Sozialsysteme vernünftig zu gestalten. Ich glaube, in den wesentlichen Punkten der Sozialpolitik und auch vielerlei Hinsicht der Arbeitsmarktpolitik oder auch der gerechten Steuerpolitik gibt es große Schnittmengen. Und wenn sich jetzt SPD und Grüne einen Ruck geben würden, aber dieses direkt das auszuschließen, ich höre ja gebetsmühlenartig schon seit Jahren, egal ob es Gabriel ist oder andere, dass wir quasi nicht politikfähig sind. Da möchte ich doch nochmal daran erinnern, dass wir in Nordrhein-Westfalen politische Verantwortung getragen haben,
von 2010 bis 2012, wo wir gemeinsam mit SPD und Grünen die Studiengebühren zum Beispiel abgeschafft haben und ähnliche Sachen mit auf den Weg gebracht haben, was jetzt gerne immer insbesondere von der SPD vergessen wird, dass das durchaus also eine bestimmte Form von Tolerierung war. Und hier in Münster hat es das Sixpack gegeben, wo die Linke auch maßgeblich daran beteiligt war. Den Münsterpass zum Beispiel für die, sagen wir mal, ärmeren Gruppen bei uns in der Gesellschaft in Münster gibt es unter anderem deswegen, weil die Linke das zur Bedingung gemacht hat, dass es zu dieser Sixpack, in dieser Sixpack-Konstellation zusammen mit SPD, Grünen, UWG und ÖDP und Piraten im Rat, was ja eine Mehrheit darstellt. Und da kann man uns nun definitiv auch in Münster nicht vorwerfen, dass wir da unflexibel sind und nicht in der Lage wären, politische Verantwortung zu übernehmen, auch in Bundesländern. Es wird ja gerne immer so getan, die Ostlinke ist vernünftig, weil sie da regiert. Stimmt. In Brandenburg und man kann da mit denen alles gemeinsam machen. Berlin. Und hier im Westen sind die linken Spinner unterwegs. Ich weise das nachdrücklich zurück. Also ich bin selber hier Landessprecher der Linken in Nordrhein-Westfalen gewesen und ich glaube nicht, dass ich ein linker Spinner bin, sondern dass ich also tatsächlich auch in der Lage bin, Realpolitik zu machen, allerdings nicht um jeden Preis. Wir haben natürlich rote Haltelinien, das ist klar, die hat jede Partei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Partei, die hier jetzt am Tisch sitzt, bedingungslos in irgendeine Regierung gehen würde. Also da hat jeder so seine Forderungen, unter denen es nicht geht. Und bei uns sind es die Kriegseinsätze. Und das habe ich, glaube ich, gerade deutlich gemacht, warum das für uns ein Punkt ist, auch vor dem Hintergrund der Geschichte Deutschlands. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Das war 1945 das Digma und da tritt die Linke weiterhin für ein. Also, da muss Herr Stresser, ja, bevor Sie darauf antworten, nee, Sie bekommen also, sofort Gelegenheit dazu, aber an dieser Stelle stellt sich mir sozusagen die Frage, ich gehe jetzt von einer einfachen Wählerperspektive aus, Sie haben im innenpolitischen Bereich ja durchaus Überschneidungen auch mit Inhalten der Linkspartei. Jetzt haben Sie gerade die Außenpolitik angesprochen, da geht das, Herr Sebel hat es gerade gesagt, die Linkspartei ist da unflexibel, Auslandseinsätze auf keinen Fall, das wäre für Sie ein Ausschlussgrund. Ja. Nun hätten Sie aber auch, wenn Sie sozusagen für die innenpolitischen Bereiche mit der Linkspartei und den Grünen eine Koalition bilden würden, wenn es ja dann doch um außenpolitische Belange ginge, ja durchaus, würden Sie eine Mehrheit auch zum Beispiel mit der CDU zustande bringen, die dann wiederum das außer Kraft setzen. Das wäre sozusagen eine Regierung, die sich insbesondere an Themen orientiert. Eine ähnliche Situation gab es ja auch schon mal im Stadtrat in Münster. Warum ist das auf Bundesebene nicht vorstellbar? Also ich finde, das ist eine ganz charmante Idee. Nur kann man den Deutschen Bundestag und die Regierung für 80 Millionen Menschen nicht so ganz eins zu eins mit der Situation in einem Stadtrat in Münster vergleichen. Aus mehreren Gründen. Ich kann mir zum Beispiel theoretisch auch vorstellen, dass es Minderheitsregierungen gibt. Ich kann mir theoretisch auch vorstellen, dass es wechselnde Mehrheiten gibt. Aber eins ist doch auch klar, wir brauchen neben diesen Mehrheiten im Bundestag, wir haben auch noch einen Bundesrat, wenn ich da mal daran erinnern darf. Das heißt, Sie müssen nicht nur wechselnde Mehrheiten im Bundestag bereitstellen, Sie müssen sich dann mit den Bundesländern verständigen. Das ist alles nicht so einfach, wie es klingt. Und deshalb ist es aus meiner Sicht schon interessant und wichtig, dass man eine stabile Basis hat für eine Regierung, die dann eben auch für 4 Jahre hält und sich nicht Partner sucht, wenn Entscheidungen kommen, wenn es da eine Regelung gibt, bei der die Linkspartei nicht mitspielt, dann suche ich mir die Große Koalition. Na prima, kann ich nur sagen. Da würde ich mich als Wähler aber noch mehr veräppelt fühlen, als wenn ich nicht vorher sage, das eine oder andere geht nicht. Ich will noch 2 Sätze, das liegt mir jetzt wirklich am Herzen, zu dieser außenpolitischen Dimension was sagen. Ich finde es wirklich ganz, ganz schwierig. Ich bleibe da jetzt sehr zurückhaltend, mit vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte zu argumentieren, die Bundeswehr, die Bundesrepublik Deutschland darf sich nicht beteiligen an friedenssichernden Maßnahmen, die im Ergebnis des Zweiten Weltkrieges und des Faschismus gegründete Vereinte Nationen haben möchten. Ich finde das eine ganz, ganz schwierige Geschichte und viele Menschen fragen uns auch, meint ihr das wirklich ernst? Habt ihr nicht gerade mit eurer Verpflichtung, mit eurer Vergangenheit die Verpflichtung dafür zu sorgen, dass Menschen geschützt werden? Und ich kann nur sagen, diesen Spruch, vor dem Hintergrund von Menschenrechten werden Ressourcenkriege ausgeführt. Da kann ich nur sagen, die Geschichte der Vereinten Nationen hat genau gezeigt, dass an bestimmten Stellen die Menschenrechte nicht geschützt worden sind. Und nicht, weil es da in Ruanda Ressourcen gegeben hätte, sondern weil da die Vereinten Nationen das Mandat nicht hatten, einzugreifen. Und 800.000 Tote. 800.000 Tote innerhalb weniger Monate. Da kann ich nur sagen, wer daneben steht und sagt, ich bin Pazifist, und meine deutsche Verantwortung verbietet es mir sozusagen, da einzugreifen, der hat die Lehren dieser Geschichte aus meiner Sicht nicht gelernt. Und deshalb kann ich nur sagen, das sind für mich nun wirklich schon grundsätzliche Fragen, das merken Sie wahrscheinlich.
Und wenn ich an der Stelle keine Einigung erziele und die eine Partei sagt, an der Stelle bin ich auch nicht flexibel, dann bin ich nicht bereit, eine Regierung einzugehen, die 4 Jahre halten soll und Deutschland auch in der Welt so positionieren soll, wie das bisher der Konsens gewesen ist. Also darf ich da mal kurz nachfragen, also war es vor 12 Jahren in Ordnung, als Schröder sich hingestellt hat und gesagt hat, wir greifen auf gar keinen Fall im Irakkrieg ein, egal was für Beweise vorliegen oder nicht. Und jetzt 12 Jahre später in Syrien zum Beispiel, ist das eine andere Situation, weil man andere Stimmen dadurch fangen kann? Vergleich verstehe ich nicht. Irak, also es wurde ja... Sie wissen, dass, was Herr Stäbel gesagt hat, im Irak exakt vorgelegen hat, es hat kein Mandat der Vereinten Nationen gegeben. Deshalb war das Nein völlig klar. Und zwingend und logisch. Ganz einfach. Also, okay, dann lassen wir es erstmal darauf beruhen. Ja, gibt es noch andere Fragen im Publikum, die jetzt aufgetaucht sind vielleicht? Nö. Ja gut, dann vielen Dank an alle, wie gesagt.